gesucht. Hier, wer kennt noch die Bundesjugendspiele? Ich hab's gehasst und ich hab immer Seitenstechen des Todes gekriegt. Das war das Geilste, da bist du raus aus der Schule gekommen und man konnte ein bisschen Sport machen. Nee, mein Jam waren mehr die Lesewettbewerbe. Hallo, ich heiße Sarah und bin 8 Jahre, habe eine Schwester und 2 Brüder. Meine Schwester hat einen Chinchilla und mein Bruder einen Computer. Und mein kleiner Bruder fährt voll ab auf Autos und LKWs. Cabrios sind die sogenannten teuren Autos. Im harten Kontrast dazu... Nur Rechtschreibfehler. Meine Ferien. Ich war in Spanien. Ich habe eine Qualle gesehen. Ich und mein Papa haben ein Loch gebaut. Und davor ein Krokodil aus Sand gebahrt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Mein Viertklass-Jahreszeugnis. Da steht drin, ich war sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Ich habe Interesse in allem gezeigt. Ich beteilige mich durch gut durchdachte Beiträge am Unterricht. Und auch meine Heftführung war vorbildlich. Ich habe nur gute Noten und war Klassensprecherin. Und trotzdem hat meine elende Grundschullehrerin damals gesagt, ich wäre zu blöd fürs Gymnasium. Eine Schulart sagt natürlich überhaupt gar nichts darüber aus, ob man es im Leben zu was bringen wird oder dass man schlauer ist als andere. Aber ich habe damals im zarten Alter von 10 Jahren dann schon gemerkt, dass es im Leben einfach Menschen gibt, die versuchen werden, einen mit ihrer Meinung so richtig reinzupfuschen. Konstruktive Kritik steht für eine auf Konstruktivität beruhende Kritik. Konstruktive Kritik ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Eigentlich ist es ja sogar was Gutes. Eigentlich will man ja, dass, wenn man jemandem konstruktive Kritik gibt, dass derjenige ja dadurch besser wird. Gutes schwedisches Wasser. Konstruktive Kritik ist also für uns als Menschheit oder als Gesellschaft, jetzt mal ganz großspurig formuliert, total wichtig. Also woran man natürlich sofort denkt, ist die Chef- und Untergebener, wie nennt man das denn, Angestellter? Also Chef und Angestellter, da ist konstruktive Kritik total wichtig, dass eben ein Chef nicht nur seine Mitarbeiter anschreit, sondern mal auf respektvolle Art und Weise sein Anliegen rüberbringt. Genauso aber auch in Partnerschaften, ja, also dass man eben sich gegenseitig Sachen sagen kann, die einen stören, ohne dass der andere gleich verletzt ist. Tricky wird das Ganze dann, wenn Leute anfangen, ihre eigene Meinung, ihre persönliche Meinung als konstruktive Kritik zu verschleiern, sodass man selber dann total unsicher ist und man gar nicht mehr so richtig weiß, ob das jetzt eigentlich das ist, was man selber möchte. Alex hat gesagt, ich schlürfe wie ein Schlossgespenst durchs Haus. Das war zum Beispiel keine konstruktive Kritik. Nee, das war ziemlich bösartig, aber auch ein bisschen wahr. Die Sache ist ja die. Wir kennen das doch alle. Jeder von uns hat Ziele, Träume, Pläne. Und warum viele dieser Träume und Pläne verpuffen ist, weil man sich eben von dieser Meinung anderer komplett verwirren lässt. Beeinflussen lässt, und zwar ins Negative. Nicht, dass du sagst, okay, daraus kann ich das Beste mitnehmen und ich weiß dann, was ich zu tun habe, sondern es ist so in deinem Kopf drin, dass du in Paralyse und in Starre verfällst und gar nicht mehr weißt, wohin du eigentlich willst, ob du jetzt nach vorne, nach links, nach hinten oder nach rechts willst. Und es ist nicht dann, wenn Leute uns scheiße behandeln und sagen, was bist denn du für ein Trottel, warum willst du das machen, warum bist du auswandern, bist du dumm? Das, finde ich, kann man noch besser abschotten als diese konstruktive Kritik. Wenn jemand kommt und sagt, also sorry, nur meine Meinung, aber ich finde das jetzt gar keine gute Idee, weil mein Nachbar hat das auch schon probiert und der ist komplett gescheitert. Also überleg dir das lieber nochmal, ich mein's ja nur gut. Weil dann, Freunde, hat man nämlich das Problem, dass der A nett war und man sich denkt, ja, vielleicht hat er ja recht. Und dann fängt man das Zweifeln an. Uiuiuiuiui. Schlaf ruhig weiter, Lulu. Gott. Gott, oh Gott, oh, oh Gott, süß, oh Gott, oh Gott, ein Baby ist es. Wir erzählen das Ganze ja nicht einfach nur zusammenhangslos, wir wollen euch ja ein bisschen an unseren Emotionen ja auch teilhaben lassen. Worauf ich jetzt hinaus wollte, habe ich gerade wieder vergessen, aber das ist auch irrelevant.
weil ich ja eine tolle Freundin habe, die jetzt einfach einspringt und da ansetzt, wo ich aufgehört habe. Und go! Alex und ich facen diese Scheißart von konstruktive Kritik wirklich jeden Tag. Also natürlich haben wir uns zum Beispiel entschlossen, mit diesem YouTube-Kanal und mit wöchentlichen Videos unser Leben mit der Menschheit, und natürlich jetzt nicht mit allen 7-8 Milliarden, sondern einem kleinen Teil davon zu teilen, aber es sind ja doch schon einige Menschen. Und damit kommt natürlich tausende Meinungen, die auf einen einprallen. Macht lieber diese Art von Videos oder probiert auch lieber was Neues oder... Das hat mir besser gefallen, ich will mehr davon sehen oder früher wart ihr besser. Und das prasselt alles auf einen nieder. Zum Beispiel auch, als wir damals aus Deutschland weggegangen sind. Ja, wir hatten auch viel Support. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir so komplette Underdogs sind, wie die Welt war gegen uns und wir dagegen. Gar nicht. Also wir hatten auch Support, aber natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, warum muss man jetzt in solchen Zeiten nach Schweden reisen? Wenn man dann jeder dieser Meinungen folgt, der eine sagt, mach das, der andere sagt, mach doch lieber das, hey, wie wär's damit? Und alles zieht an einem. Man versucht es jedem recht zu machen und sich in jede Richtung zu verbiegen. Am Ende macht man es auch niemandem recht und am wenigsten sich selbst. Das hier ist natürlich kein whiny Video, wo wir uns darüber beschweren, wie hart unser Leben ist. Because our life is pretty amazing. Es ist aber auch unter anderem pretty amazing erst geworden, als wir aufgehört haben. Naja, das war's mit dem Licht. Als wir aufgehört haben, uns immer ständig von der Meinung anderer verrückt machen zu lassen. Sieht man nicht mehr. Da steht 2002. Ich liebe Alex, sein Babyalbum übrigens. Es gibt ein legendäres Bild, wo er nackig auf einem Gummikrokodil sitzt, aber das werdet ihr niemals sehen. Wenn wir ein Ziel mit dem YouTube-Channel haben, dann ist es natürlich erstmal, dass wir beide Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste. Aber natürlich auch inspirieren und euch zeigen, dass das Leben so, so viel bereithält. Und dass man eben nicht, gerade für unsere jüngeren Zuschauer, auch nicht mit 20 und 25, auch nicht mit 28, komplett wissen muss, wohin die Reise geht. Wichtigste dabei ist einfach nur, dass man wirklich wieder lernt, mehr auf sich selber zu hören. Natürlich hat man nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und man weiß nicht alles, was einen erwartet. Und vielleicht denkt man sich irgendwann mal, oh, ich hätte vielleicht doch den Ratschlag befolgen müssen. Aber eigene Erfahrungen sind immer viel, viel, viel mehr wert und die bringen einen vor allem eben dahin, wo andere noch nicht waren. Das heißt jetzt nicht, dass wir euch empfehlen, Drogen zu nehmen, weil ihr eure eigenen Erfahrungen machen sollt. Heroin! Don't take drugs. Sondern es heißt einfach mal, abseits des getrampelten Pfades zu gehen und zu wandern und schauen, vielleicht folgen einem ja auch auf diesem Weg noch ein paar andere Leute. Wo war denn dieser Zeitungsausschnitt jetzt? Da ist er! Zeugnistag am Freitag, den 13. Oh. Hier, diesem kleinen 8-jährigen Alex hätte es vielleicht nicht geschadet, wenn er sich jeden Tag einfach mal eine halbe Stunde hingesetzt hätte und seine Hausaufgaben gemacht hätte. Aber auf der anderen Seite auch wieder, naja... Aus mir ist ja auch trotzdem was geworden, von daher. No regards! No regards! Jetzt gehen wir los und lassen uns ein Brusttattoo stechen. Mit no regards? No regards! Not at all! Not a bit! Peace out! Ciao! Von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, mit die ersten iPhones. Oh.